Der fischende Teufel in Ertel. Ein früherer Besitzer des heutigen Bauernhofes Voitstraß ging einst gerade um Mitternacht von Tiefenbach nach Hause. Als er die Feindmühle erreichte, sah er inmitten der Uhl den Teufel bei Kerzenlicht fischen. Der Voitstraßner wollte nun dem Gehörnten einen Possen spielen und warf einige Steine in die Uhr. Da verschwand plötzlich das Licht und ein überaus stinkender Schwefelgeruch drang dem entsetzten Bauer in die Nase. Jetzt packte den Voitstraßner ein gar mächtiges Grauen und er lief, so schnell ihn seine Beine trugen, nach Hause. Hinter ihm polterte der Teufel daher und kam immer näher und näher. In Schweiß gebadet erreichte der Voitstraßner seinen Hof. Schnell schlug er die Tür hinter sich zu. Im selben Augenblick war sein Haus von einer Horde wütender Teufel belagert. Diese tobten an allen Türen, dass das Haus erzitterte. Der Bauer zündete eine Kerze an. Doch wurde diese durch ein vorbeihuschendes Wichtel ausgelöscht und abgebrochen. In seiner Verzweiflung flüchtete der Voitstraßner in den Herrgottswinkel. Aber erst mit dem Ende der Geisterstunde trat Ruhe ein und der unheimliche Spuk hörte auf.